Liebe Freunde, ich bin gerade in Straßburg angekommen und ich beginne meine Reden in Straßburg eigentlich immer so. Herzlich willkommen im Zentrum des Wahnsinns und der Dekadenz. Heute muss ich das leider etwas ergänzen. Herzlich willkommen im Zentrum der Gier, der Korruption und der Scheinheiligkeit. Warum sage ich das? Ihr habt es mitbekommen in den Medien. Mehrere Abgeordnete des Parlaments stehen unter dem Verdacht, Geld angenommen zu haben. Geld von dem kerndemokratischen Land Katar. Mehrere Büros wurden versiegelt, Wohnungen wurden durchsucht. Es wurde sehr, sehr, sehr viel Geld gefunden. Es kommen ständig neue Nachrichten. Ursprünglich war mal von 600.000 Euro die Rede. In Säcken und Koffern. Mittlerweile scheint es deutlich mehr zu sein. Beschuldigt unter anderem eine Vizepräsidentin, Eva Kaili aus Griechenland, eine Sozialistin, dann Sozialisten aus Italien und wallonische Sozialisten aus Belgien. Unter anderem auch die ehemalige Vorsitzende des Unterausschusses für Menschenrecht. Dieser Unterausschuss ist zum Beispiel dafür zuständig, unsere demokratischen Werte in die dritte Welt zu tragen. Das hat ja mal wunderbar funktioniert. Also ich fasse mich nur noch am Kopf, wie kann man so bescheuert sein, so viel Bargeld hier rumfliegen zu lassen? Also da sind sogar die FIFA-Funktionäre clever gewesen. Also die EU stellt sich hier wirklich auf einer Ebene mit dem Internationalen Olympischen Komitee und der FIFA. Der Laden ist anscheinend genauso korrupt, genauso käuflich. Er stellt sich nur viel, viel dümmer an. Damit muss jetzt endlich Schluss sein. Und wir bestätigen ja im Prinzip auch wirklich unsere Meinung. Das Europäische Parlament ist nicht zu reformieren. Das Europäische Parlament muss in dieser Form abgewickelt werden. Danke, und ich werde in Zukunft jetzt öfter über diesen spannenden Fall berichten. Wie gesagt, die Ereignisse überschlagen sich. Glück auf!